Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Let's Test, und zwar von einem Spiel namens Purge. Tut mal hier Start. Purge ist so ein Spiel, wie man sieht, es sieht ein bisschen aus wie bei Rage, also postapokalyptisch. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht so ganz, was hier los ist. Man sieht hier irgendwie Leute mit Gewehren und der eine rennt dann da weg und da wird jemand erschossen. Es sieht aus, also es ist ein Free-Running-Spiel, wie bei Mirror's Edge, nur halt mit einer Grafik viel wie von Borderlands oder Rage oder halt sowas, so Comic-Stil mäßig. Oder wie bei 13, wer das noch kennt. Ich hab's schon gespielt, ich find's eigentlich ziemlich cool. Kann sein, dass ich ein bisschen oft sterbe jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal gut hinbekomme. Ja, das Doofe an dem Spiel ist nur, es ist extrem kurz. Das heißt, wenn das Tutorial vorbei ist, folgt nur noch so eine kleine, ja, halt sowas, wo der halt daherläuft und das, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also so, man sieht den dann halt noch da, wow. Also ihr werdet es ja noch sehen, also ich werde das ja jetzt dann auch eben spielen. So, hier hat man auch so eine Runner-View, wie bei Mirror's Edge halt. Ich werde auch den Link in die Beschreibung packen, wer das selber mal spielen möchte. Das Doofe ist auch, man kann halt das Tutorial auch nicht überspringen oder so, ne? So. Okay, der braucht ein bisschen Anlauf dafür. Machen wir das mal. Aber es ist so übertrieben. Übertrieben weiter Sprung. Aber kein Problem für den Jake. Katzensprung. Und das kennt man auch aus Mirror's Edge, diese Boxen oder so, womit man dann ein bisschen weiter springen kann. Ja. Dann erstmal nach hinten wieder ein bisschen Anlauf nehmen und dann. Ah. I will have to take speed and jump to grab those person. Oh, hier oben da, diese. Muss er sich hin und her schwingen. So. Okay, und da kann man jetzt einen Wallrun machen. Achso, und wenn man irgendwie nicht mehr weiß, wo lang, dann soll man X drücken, dann wird das einem so angezeigt. Ich frag mich, was denn hier? Hier ist wahrscheinlich nichts. Nee. Okay, hier kann man unseren Wallrun machen zum Beispiel. Aber wir wollen ja weiter. Rüber da. Das finde ich krass. Also. Okay, los geht's. Oh! Voll daneben. Kann man dann auch so ein bisschen schleichend verhalten. Solchen Stein. Und der rennt sofort dahin. Jetzt muss ich mich beeilen.
Weil wenn die Alarm geben, das ist sehr schlecht. Das ist nicht so, wirklich nicht so gut. So, nee. Da gehen wir nicht runter, weil da ja noch der andere ist. Und... Ach, jetzt verstehe ich das auch, warum diese Wand hier. Also eigentlich kann man ja einfach so rüberspringen. Und hier ist so ein... Das hier ist jetzt so eine Stelle, da bin ich sehr oft gestorben. Und zwar einfach nur aus dem Grund. Wahrscheinlich passiert mir das schon wieder jetzt. Mal abwarten, kurz. Kann man ja auch so um die Ecke gucken. Okay, jetzt geht er weg. Schleichen wir lieber mal an dem vorbei. Gehen hier weiter und beobachten lieber mal durch die Stahlträger. Da ist er. Jetzt kommt's. Nein! Ich bin durchgekommen. Das ist gut, weil ansonsten vorher hat er mich immer da bemerkt, als ich da hochgelaufen bin. Und das war nicht so cool. Da muss man auch aufpassen, weil da ist... Verdammt. Oh, bin ich fast gestorben. Boah, das war knapp. Okay, gut. Da hier hoch. Jetzt geht's weiter. So, und jetzt ist das Tutorial gleich vorbei. Hier, yeah, when falling, press left shift just before the impact to avoid damage. Kennt man ja, dieses Abrollen. Und jetzt geht's los. Da. Okay, und los geht's. Hier kommt nämlich jetzt der richtige Runner-Part. Hier braucht er so ein bisschen länger. Nein! Shit! Übertrieben hoch am Fliegen. Ich finde die Musik auch ganz cool dabei. So. Oh, hier lang. Schon mal in der Nähe des Towers auf. Take a run for it. Wow, krass, das war knapp. Hoch. Ich dachte schon gerade irgendwie, dass Musik weg. So. Ja, das war das Spiel schon. Purge heißt das. Und ich find's ganz cool gemacht. Ich wünschte, es hätte ein paar mehr Level gehabt und aber es war. Also es hat wirklich schon echt Spaß gemacht, weil man durfte halt nicht von den Wächtern da wirklich gesehen werden, ansonsten hätte man echt verkackt und so. Ich werde den Link in die Beschreibung packen, wer es selber mal ausprobieren möchte. Ich hoffe, solche Ideen verbreiten sich irgendwie weiter, weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel mit mit einem Ausmaß wie bei Mirror's Edge oder so, halt so einen normalen Spieleausmaß oder mit einer Engine wie bei Mirror's Edge halt, dass da auch Ragdoll drin ist und alles und halt diese Freerunning Engine, die ist ja schon ein bisschen besser entwickelt eigentlich, dass die in so einem Spiel eigentlich ziemlich gut ankommen würde. Also ich fand's cool, besonders mit dieser Atmosphäre und so, ja okay, Atmosphäre. Es sah halt schick aus, so von der Umgebung meine ich jetzt, dass das so alles heruntergekommen aussah und so. So, das finde ich auch total cool, so Fallout-mäßig, aber dann so Freerunner, die diese kaputten Gebäude nutzen, um ihre Wege da selber zu machen. Und naja, auf jeden Fall, ich kann es euch nur empfehlen, mal anzutesten. Das war wieder euer Robin und ich hoffe, euch hat das Let's Test gefallen. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.